In dem letzten Video hat Tim sich einen Bus gekauft und heute sind wir mit dem mal unterwegs. Wir sind letztes Mal ja nicht wirklich zusammengefahren und Tim, jetzt sind ein paar Wochen vergangen und wie ich gesehen habe, hast du so ein paar Sachen gemacht, aber irgendwie, erzähl mal, wie bereust du deinen Kauf schon oder ist alles noch gut? Nee, bisher überhaupt nicht. Aber ich bin noch nicht so weit gekommen, wie ich gerne wäre. Also die Hauptbaustellen, die das Batteriemanagementsystem und Unterboden und Rost und Ersatzteile und so, das ist nur so zu 40% bisher erledigt. Aber immerhin fahren wir schon damit. Ne? Wir haben gerade Bohrmaschine abgeholt, die du für ein anderes Projekt brauchst, aber ich muss sagen, wir sind jetzt irgendwie 100 Kilometer unterwegs und ich habe das Gefühl, der Akku wird immer voller. Also fahren tut der Wagen die ganze Zeit. War eigentlich nie nicht fahrbereit. Allerdings ist er im Moment nicht in dem schönen Zustand. Da unten liegt das BMS. Die Kabel gucken alle raus und so. Und letztens hatte ich das Problem, dass ich über das Zündschloss das Auto nicht starten konnte. Da musste ich ihn dann überbrücken mit Kabeln und so. Ist alles noch ein bisschen Wildwest. Aber fahren tut er. Also mittlerweile mit neuen Dämpfern auch sehr, sehr komfortabel. Ja, ich blende euch das mal ein. Die Dämpfer sahen schon sehr wild aus. Gute Frage, wie der damit TÜV gekriegt hat. Das ist schon, ich sag mal so, die waren sehr abgewohnt. Ja, das ist wohl wahr. Die Bremse sieht ähnlich aus vorne. Das Problem ist, ich habe die falschen Scheiben bestellt und als ich sie einbauen wollte, habe ich festgestellt, sie sind zu groß, jetzt muss ich nochmal neu bestellen. Ja, oder andere Sättel, ne? Bisschen Bremsleistung können wir immer gebrauchen. Aber was halt witzig ist, du fährst den so irgendwie im Halbmodus zwischen, also nicht so typisch wie mein Elektroauto fährt, sondern so schaltest ja schon ab und zu. Genau, also anfahren tue ich immer im zweiten Gang, weil das der beste Kompromiss ist zwischen Drehmoment und Beschleunigung. Im ersten Gang wäre ich so schnell an der Drehzahl, wo ich schalten müsste, das macht relativ wenig Sinn. Und dann schalte ich in der Regel im Stadtverkehr auch gleich in den vierten Gang und damit fahre ich eigentlich den Rest der Zeit. Auf der Autobahn hat man dann noch die Möglichkeit, den fünften Gang zu nutzen, aber da hat der Wagen wenig Durchzug und im Stadtverkehr macht das eigentlich keinen Sinn und auch keinen Spaß. Der Wagen hat jetzt so ungefähr 60, 70 PS und das bei einem 2-Tonnen-Auto mit einem dicken Akku natürlich nicht so reichlich. Das heißt, ohne Gangschaltung würde auch gar nicht gehen. Ja, okay. So, und jetzt hast du ein bisschen was gemacht, hast du gesagt. Das heißt, was hast du alles machen müssen? Ich meine, das Auto ist ja damals auch tatsächlich an jemanden gegangen, der damit umgehen kann, also an Bastler. Das war ja die Prämisse von dem vorherigen Besitzer, dass er damit nichts mehr wieder zu tun haben wollte. Und ein paar Sachen hast du jetzt schon geändert. Also die Stoßdämpferbremse, was noch? Stoßdämpferbremse kommt jetzt als nächstes. Ich habe vorne den Motorträger schweißen müssen. Das habe ich tatsächlich beim Kauf nicht gesehen. Ich vermute, dass der da auch schon durch war. Der hing tatsächlich nur noch an einer Seite der Original Gummidämpfer des Originalmotors. Und beim Fahren hat sich das nicht bemerkbar gemacht, aber natürlich sollte der Motor vernünftig aufgehängt sein. Den habe ich geschweißt, vernünftig mit Rostschutz versehen und wieder eingebaut. Und wir haben ihn auch mal von unten angeguckt. Das sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ne? Also das Auto selber ist gut konserviert. Genau, das Auto ist 30 Jahre alt, hat jetzt heute die 280.000 Kilometer voll gemacht. Wir haben es leider nicht gefilmt. Wir haben ihn auf der Bühne gehabt, jetzt mittlerweile zweimal. Und ich bin sehr beeindruckt, wie viel Konservierungsmaßnahmen in den Bus bisher geflossen sind. Das heißt, der ganze Unterboden ist komplett gewachst. Alle Holme sind von innen mit Mike Sanders Wachs geflutet worden. Und auch die Kiste, in der Akku steckt, ist tatsächlich in sehr, sehr gutem Zustand, obwohl sie immer unten im Wasser und im Dreck liegt. Ich werde jetzt nochmal den Unterboden sauber machen, nochmal nachkonservieren, ein paar Roststellen wegmachen. Aber wenn man sich Videos von T4-Bussen bei YouTube anguckt und Thema Rost, da haben die echt ein Thema mit. Und das hat dieser hier zum Glück fast gar nicht. Das ist echt schön. Ja, die Idee ist ja sowieso, die Basis ist gut und den komplett aufzubauen. Das heißt, Farbe, am Anfang hast du überlegt, ob man den nur poliert. Da hast du ein bisschen dann auch Haube probiert, aber irgendwie dadurch, dass der schon mehrfach irgendwie partiell einfach nur abgeklebt worden ist und lackiert worden ist, macht das vielleicht schon Sinn, dass man da mal eine vernünftige Farbe drauf macht. Und ist ja jetzt auch schon ein bisschen Zubehör gekauft worden. Ne? Was hast du als letzte Errungenschaft?
Der Wagen ist tatsächlich als Wohnmobil zugelassen. Und ich hatte die Möglichkeit, für dieses Fahrzeug mit dem kurzen Radstand ein Hubdach zu kaufen. Das heißt, ich habe jetzt mit dem Hubdach, was demnächst aufgebaut wird, insgesamt 4 Schlafplätze, 3 bis 4 Schlafplätze, weil das Hubdach doch eher schmal ist. Aber damit kann man natürlich dann auch mit der Familie dann mal ein langes Wochenende an der Ostsee fahren. Wo du gerade sagst, langes Wochenende an der Ostsee, das sind wie viele Kilometer? Ja, von uns aus sind es ungefähr 80 Kilometer, die schaffe ich auf einen Akku hin und zurück ohne weiteres, das ist kein Problem. Siehst du, also was glaubst du, also wir haben jetzt, er hat ja damals gesagt, pro Volt ungefähr 10 Kilometer. Ungefähr 10 Kilometer. Und wir sind losgefahren mit 95 Volt und er hat gesagt, leer ist er ungefähr bei 74, also das wären 200 Kilometer, wenn man nach der Logik vorgeht. Wir sind losgefahren mit 95 Volt, jetzt steht da 91,7. Wir haben aber jetzt schon fast 90 Kilometer gefahren. Also haben wir ordentlich rekuperiert. Ob die Logik jetzt so passt oder ob man im Straßenverkehr deutlich weniger braucht, keine Ahnung. Ja, das ist ja witzig. So, und was hast du sonst noch? Hast du überlegt wegen Felgen, Lack? Ja, genau, der Wagen wird lackiert werden, wahrscheinlich mit was Ähnlichem wie Raptor. Und farbmäßig habe ich mich noch nicht entschieden, was ich genau mache. Es wird irgendeinen Kontrast geben. Es wird wahrscheinlich weiß und dann irgendeine Kontrastfarbe sein. Und dann das Radio ist hier auch eher aus den 80ern und funktioniert zwar, aber naja, man müsste vielleicht mal ein Thema Rückfahrkamera, ein bisschen Navi. Also einfach das, was heutzutage alles so drin ist. Becherhalter sind jetzt zwar 2 kleine, aber da passt keine Flasche rein. Also so ein bisschen Komfort und alles ein bisschen hübsch machen. Ne? Also hier ein paar Blenden noch ersetzen, wo jetzt irgendwelche wilden Löcher drin sind. Genau. Und die Verkabelung einmal schön machen, weil wie gesagt, die ist im Originalzustand, so wie ich sie übernommen habe, nicht schön. Und ich hatte jetzt auch schon zweimal das Problem, dass ich entweder nicht laden konnte, weil das BMS das Ladegerät nicht freigegeben hat und ich dann über einen Umweg... Er hat einfach die Zündung angemacht, damit das Ladegerät freigeschaltet wird. Oder auch, dass ich nicht fahren konnte, weil der Schlüsselschalter abgeraucht ist, weil zu viel Strom, irgendeiner Verbraucher zu viel Strom gezogen hat. Also da muss ich noch mal ran. Also Baustelle, aber... Baustellen, aber das ist es ja, was man sich kauft. Ne? Wenn man kein fertiges Auto kauft, was 50.000 Euro kostet. Man kauft sich ein Projekt. Man kauft sich ein Projekt. Genau. Man kauft sich ein Projekt. Und dann hat man was zu basteln. Und dann hat man was zu basteln. Dann hat man länger was davon. Na ja, gut. Bei 57 passiert da nichts. Aber was man irgendwie sagen muss, ist, ne, das ist schön leise. Und ich überlege, hier müsste jetzt irgendwie so ein Diesel rumnageln. Und ja, man hört im Moment die ganzen Schrauben hier rumratteln und so. Ja, ist halt noch eine Baustelle. Aber wenn du Klimaanlage, also Belüftung ausmachst und Fenster zumachst, ist halt echt leise, ne? Ja, vor allem glaube ich tatsächlich, dass er besser fährt als mit dem Originalmotor. Im Original war hier ein 1,6 Liter Dieselmotor verbaut mit ähnlich viel PS. Und der hat ja dann das Drehmoment gar nicht. Das heißt, du fährst ständig Vollgas mit einem Dieselmotor und der ist dann ja auch gleich relativ laut. Also ich glaube, viel Spaß gemacht hat das nicht. Nee, und laut vor allen Dingen, ne? Laut, ja, ja. Und laut und stickt. Und wenn man mal ehrlich ist, auf der Autobahn fährst du mit so einem Ding auch keine 160, weil das schafft er ja gar nicht, vor allem nicht mit der Leistung. Nee, das hat er vorher nicht geschafft, das schafft er jetzt auch nicht. Wir haben ihn noch nicht ausgefahren. Ich schätze mal, dass er in der Spitze 110, 120 fährt. Viel schneller wird er nicht sein. Aber das hat er vorher wahrscheinlich auch, nee, hat er vorher wahrscheinlich auch nicht geschafft. Also ich kenne das mit dem T5, den blauen, den ich mal gefahren bin, das war ja auch der kleinste Diesel und der war 140 vorbei. Also wirklich, aber das ist schon nochmal eine Generation neuer, ne? Und das war ein 1,9er TDI, ja, mit 100 PS oder so, was sie haben, ja, oder 86 oder 90, glaube ich, und jetzt mittlerweile 100 oder 110 oder so. Also das ist ja schon eine... Aber man sagt ja auch Reisen statt Rasen, ja. Und viel schneller bist du meistens auch nicht unterwegs. Und du bist halt mit diesem Auto schneller unterwegs als vorher, würde ich sagen. Ja, vor allem irgendwie entspannter, weil du kannst im Stadtverkehr theoretisch alles im dritten Gang fahren, brauchst nicht mehr schalten und nix. Ich weiß gar nicht, ob dieser hier auch irgendwann mal eine Rundumleuchte oben drauf. Das war ja ein altes Feuerwehrfahrzeug. Allerdings hat das der Jugendfeuerwehr gehört und ich glaube nicht, dass sie eine Rundumleuchte hatten. Das wäre ja lustig. Wieder aufbauen. Ja.
Und er hat tatsächlich irgendwelche Lackierspuren auf dem Dach. Es könnte sein, dass er irgendwo auch mal eine Grundumleuchte hatte. Dafür musst du aber das losschneiden. Wie losschneiden? Das ist gepunktet hier. Ach, muss ja nicht. Was? Muss ja nicht sein. So, und das ist das Dach, was da auf den T4 drauf soll. Kommt auch von einem T4. Und das ist schon mal... Ja, Tim hat schon mal versucht, das loszumachen. Wie man sieht, ist das nicht ganz so einfach. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Leute das einfach vorher abgesägt haben. Ne? Das heißt, da ist noch ein halbes Auto dran. Ja, das Originalauto ist anscheinend in Schrott gewandert. Und dann haben sie das... Hallo. Hi. Mit der Flex einfach abgeschnitten. Ja. Aber gut, aber so ein Dach, ne? Macht schon Sinn. Ja, das ist so eine Arbeit. Der Stoff ist auch irgendwie durch die Jahre gekommen. Ja. Der ist ein bisschen sehr mürbe. Mürbe und aber auch schon löchrig. Also hier kann man sehen, dass... Oh, aber da kann man schon was draus machen. Und ja, das kommt dann noch drauf. Und dann muss sowieso lackiert werden. Ne? Weil das kannst du ja... Blau, Rot, Weiß, kann man schon machen, aber... Wahrscheinlich werde ich das lackieren und das lackieren und dann das oben drauf bauen. Weil sonst kriegst du ja die Übergänge nie hin. Ja. Das hast du nachher immer irgendwo rot durchgucken, das muss ja nicht sein. Ja, das macht schon Sinn, ja. Spannend, spannend, spannend. Also, das geht demnächst alles los. Im Moment wird noch Teile gesucht und Farben ausgesucht und alles so ein bisschen vorbereitet. Aber als nächstes kommt wohl erstmal die Technik. Das heißt, einmal nochmal den Akku rausholen und da nochmal reinschauen. Wenn dich das interessiert, dann einfach abonnieren und einen Daumen da lassen. Und im nächsten Video geht's hier weiter.